Man glaubte uns nicht ernst nehmen zu brauchen und uns auf der Nase herumtanzen zu können. Wir hatten Geduld, eine wahre Engelsgeduld, um nicht Marx Engelsgeduld zu sagen. Man verwechselte unsere Geduld mit Schwäche. Und das hat sich heute als schmerzlicher Irrtum erwiesen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Die SED hat ihren Terror auf die Spitze getrieben. Sie kann ihn nicht über die Spitze hinaustreiben. Auch die Despoten haben Grenzen, im doppelten Sinne des Wortes. Das Fernsehen hat helfen können zu verhindern. Lage nicht richtig erkannt hatte. Es war Kennedy, war Präsident geworden. Ich habe Kennedy später selber gesprochen und er hat diese Nichtentscheidung von ihm oder diese Entscheidung nichts zu tun damit verteidigt, dass er wirklich geglaubt hat, dass er damit einen Atomkrieg auslösen würde. Natürlich, wenn man also solcher Meinung hat, dann ist es für einen amerikanischen Präsidenten sehr schwer, aber nach meiner Meinung und wahrscheinlich auch, werden die Archive das bestätigen, gab es diese Atomkriegsgefahr zu dem Zeitpunkt nicht. Und nun erleben Sie ein Beispiel eines kranken Gehirns. Nur mit ohnmächtiger Wut können die Westberliner Reporter in den ersten Tagen kommentieren, was sie sehen. Der Westen scheint machtlos zu sein. Das Brandenburger Tor bleibt verriegelt. Und die Ostberliner Führung schickt wie zum Hohn Kinder mit Blumen zu den Grenzsoldaten. Von den widerwärtigen Szenen, die sich in den letzten 3 Tagen abgespielt haben, ist dies wohl die widerwärtigste. Sehen wir in die Gesichter einiger Soldaten, die auf Ulbrichts Befehl eine Stadt zerrissen haben, die auf seinen Befehl die schändliche und empörende Grenze durch eine lebende Stadt gezogen haben. Da ist der eine, scharfmacherisch und fanatisch. Und dieser junge Soldat weiß vielleicht gar nicht, was er tut. Vielleicht hat er sogar Angst. Und hinter ihm wieder der verbissene Offizier. Mancher versucht, unbeteiligt auszusehen, als sei er kein Mensch, sondern nur eine Uniform. Hagenkopf. Den Krieg vorbereitet wurde. Es kam alles wieder. Bis zur bestellten Leiche. Wie wurde es denn 1939 gemacht? So wurde der Zweite Weltkrieg vorbereitet. Unheimlich sind die Parallelen zu den Ereignissen von 1961, wie die Bilder sich gleichen. Hier ist das Studio am Stacheldraht. Hier ist das Studio am Stacheldraht. Propagandakrieg direkt am Stacheldraht. Auf Lautsprecherparolen aus dem Osten antwortet der Westberliner Senat in gleicher Weise. Er schickt eine ganze Flotte von Lautsprecherwagen an die Mauer, genannt das Studio am Stacheldraht. Wie im Schlaraffenland, kann man sagen. Ja? Also die Schaufenster, die sind direkt überfüllt und möchte ich gerne wissen, ist das in Westdeutschland auch so oder ist das bloß in Berlin, dass man das jetzt irgendwie als Lockmittel für die Bevölkerung nimmt, für die Ostbevölkerung in Berlin? World of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Nach dem unglaublichen Empfang der Berliner, diesen Satz. Ich bin ein Berliner. Nach der Rede kam Kennedy nochmals kurz in Willy Brandts Büro. Und da ich den Auftrag hatte, neben ihm zu stehen, falls er mit Deutschen... Der schwarze Kanal, der im DDR-Fernsehen über 1500 Mal gesendet wird. Immer von und mit Karl Eduard von Schnitzler. Was das damalige Westfernsehen gemacht hat, war ja nichts anderes als eine üble Polemik gegen den Sozialismus im Allgemeinen und die DDR im Besonderen. Mir ging es darum, das zu entlarven. Mir ging es darum, eine gewisse Hygiene im Äther herbeizuführen. Jede politische Aussage, die über den schwarzen Kanal des westdeutschen Fernsehens ausgestrahlt wird, bietet Gelegenheit, was sage ich, sie zwingt einen Journalisten, für den sein Beruf nicht Profession, sondern Konfession ist, das heißt
Bekenntnis. Sie zwingt ihn dazu. Der Wahrheit vom Kopf, auf den sie vom westdeutschen Fernsehen gestellt wird, auf die Füße zu verhelfen. So arbeitet der Schwarze Kanal. Schnitzler zeichnet Sendungen des Westfernsehens auf, wählt die ihm ins Konzept passenden Teile aus und kommentiert sie auf seine unnachahmliche Weise. Wenn ich sage, dass wir uns ganz herzlich darüber freuen, dass wir unseren hochverehrten Herrn Bundespräsidenten bei uns in Berlin haben. Unser Bundespräsident, und das sagt der Regierende von West-Berlin. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie notwendig es ist, durch gewisse leichte Schläge aufs Hinterhaupt die etwas zurückgebliebene Intelligenz solcher Leute zu fördern, die es partout nicht einsehen wollen, dass Adenauer kein Gott, Brandt kein Petrus, die Bundesrepublik nicht Deutschland und Schöneberg nicht Berlin ist. Es war immer kalter Krieg, ist ja auch heute noch. Es war immer kalter Krieg und ich war im vordersten Schützengraben. Nicht nur Westberliner Zeitungen nennen ihn Sudel-Ede. Schnitzlers Sendung ist in Ost und West gleichermaßen unbeliebt. Auch diese Mauerfibel für Kinder stammt von ihm. Hier stehen sie an der Grenze ihrer Macht. Deshalb hassen sie uns. Und wir hassen sie. Ist es schlecht, sie zu hassen? Wir lieben unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere sozialistische Heimat, den Frieden. Wir lieben das Leben. Aber kann man Eltern und Geschwister, kann man die Heimat, den Frieden und das Leben lieben, ohne zu hassen? Das Maschinengewehr in Anschlag, Mauer und Schießbefehl, Stacheldraht und Zonengrenze. Im Westfernsehen gibt es eine Sendung, die kompromisslos die Zustände in der DDR anprangert, auch in den 70er Jahren, als Ost- und Westdeutschland mit der Entspannungspolitik ein geregeltes Miteinander versuchen. Das ZDF-Magazin von und mit Gerhard Löwenthal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße auch heute wieder unsere Zuschauer im unfreien Teil unseres Landes ganz besonders herzlich. Ich bin ja auch dafür oft genug angegriffen worden, dass ich die Frage der Wiedervereinigung immer in den Vordergrund gestellt habe, zu einem Zeitpunkt, als es nicht mehr sehr üblich war. Fast hätte ich gesagt, modern war in Deutschland darüber zu reden. Da haben wir ja immer noch die Wiedervereinigung angemahnt, auch zu Zeiten, als also sehr viele, sehr prominente Politiker, nehmen Sie nur Egon Bahr oder auch Willy Brandt, die Wiedervereinigung ja längst in den Hintergrund der Geschichte geschoben hatten. Für mich stand da immer im Vordergrund. Aus Sömmerda bekamen wir den Hilferuf von Dr. Gerd und Sigrun Strugalla mit ihrem Sohn Gerolf. Ausreiseanträge wurden mehrfach gestellt, doch immer wieder abgelehnt. Hilferufe von drüben, das ist eine ständige Rubrik im ZDF-Magazin. Darin werden immer mit vollem Namen und Adresse Briefe von Ausreisewilligen oder DDR-Häftlingen vorgelesen. Viele erreichen so ihr Ziel. Ihnen wird die Ausreise erlaubt oder sie werden vom Westen freigekauft. Sie wollten ja internationale Anerkennung. Und wenn dann da so ein Stänkerer war, der unentwegt klar machte, wie die mit den Menschenrechten umgingen, dann tat ihnen das weh. Der DDR-Führung gilt Löwenthal als gefährlicher Feind ihres Staates. Karl Eduard von Schnitzler hat seine Meinung über ihn bis heute nicht geändert. Die Sendungen waren gesteuert vom Geheimdienst, vom Verfassungsschutz. Da hat er seine Informationen bekommen. Und er war ein reiner ausübender Agent und ein schlechter Journalist dazu. Und der Hass troff ihm aus dem Maul. Schnitzler war der bezahlte Funktionär einer kriminellen Vereinigung namens SED. Und ich bin ein freier und unabhängiger, demokratisch legitimierter Journalist. Und demzufolge sind Vergleiche überhaupt nicht möglich.